Wohnen in der Großstadt oder auf dem Land, demografischer Wandel, Digitalisierung und Integration sind heutzutage die Themen privater Immobilieneigentümer. 18. Januar 2017, Zeit für den politischen Nachmittag von Haus und Grund. Wohnen in Deutschland ist für die meisten Menschen eine emotionale Sache. Viele fühlen sich zu Hause in den eigenen vier Wänden, möchten dort bleiben, möchten ihr Umfeld, ihre Familie und die Gesellschaft um sie herum gestalten. Wohnen in Deutschland ist aber auch eine Herausforderung, eine politische Herausforderung. Wir haben den demografischen Wandel, die Immobilien müssen dem Klimawandel angepasst werden, der altersgerechte Umbau vorangetrieben werden. Menschen, die neu in unser Land gekommen sind, integriert werden und die Herausforderungen der Digitalisierung, Stichwort Smart Homes, gemeistert werden. All das wollen wir heute unter dem Stichwort Wohnen in Deutschland mit unseren Gästen debattieren. Gesellschaftliche, ökologische, soziale Herausforderungen kommen auf private Immobilieneigentümer zu. Genügend Gesprächsstoff also für die geladenen Podiumsgäste und ihren Blick auf die Herausforderungen an Politik und Wirtschaft. Ich hoffe auf eine möglichst angeregte Diskussion über die Frage, wie Wohnen in Deutschland aussehen soll. Nicht nur über die Frage, wie es bezahlbar bleibt, sondern auch, um an die ländlichen Regionen zu denken, über die Frage, wie wir beispielsweise in manchen Regionen überhaupt noch Mieter bekommen, wie wir Häuser erhalten können, wie wir Regionen interessanter machen können. Vorab Begrüßung durch die Deutsche Bank und der Film zum Thema Wohnen in Deutschland. Dann Podiumsdiskussion. Sind das nicht zwei Seiten der gleichen Medaille, wenn ich einerseits diese Ballungsbauprobleme habe und auf der anderen Seite Leerstand in den ländlichen Regionen? Gibt es nicht Möglichkeiten, wie ich praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann? In den Großstädten sind Wohnungen knapp, die sind auch im ländlichen Raum sehr knapp, nicht nur in den Speckgürteln, sondern darüber hinaus, weil es eben die kleinen Einheiten, die tatsächlich oft gesucht werden, überhaupt nicht gibt. Viele gerade Ältere ist die Digitalisierung vollkommen egal. Nee, sondern da widerspreche ich massiv. Ich glaube, da muss die Politik insgesamt noch einmal umdenken und der, vielleicht den Menschen auch das Zeichen geben, es ist gar nicht schlecht, auf dem Land zu wohnen und es sind Perspektiven da. Und mit dieser Perspektivumkehr hat man dann auch die Chance, die Menschen dort wieder hinzubekommen. Das wäre schon ein wichtiges Signal, das auch vom Bund ausgehen könnte. Sind Baukosten eigentlich deutschlandweit über ein gleichmäßiges Problem für die Frage bezahlbarer Wohnraum? Gerade so von zentralen Themen sollten eben, wie gesagt, vom Bund damit Mehrheiten dann natürlich beschlossen werden. Deshalb absolut klare Ansage, ich bin in dem Fall für eine Grundgesetzänderung. Je mehr ich natürlich Menschen und in dem Fall auch Investoren gängele, desto weniger haben die natürlich auch Lust drauf. Und je freier ich sowas auch gestalte, aber wenn natürlich irgendwie, sag ich mal, das Wohlfühlen oder auch das sich entfalten können des Menschen weniger im Mittelpunkt steht als das von jedem Viech, da muss man sagen. Also sozusagen der soziale Wohnungsbau liegt bei Mieter in Deutschland. Ja, das hat was mit der sozusagen politischen Rahmensetzung zu tun. Strukturelle Politik für Eigentum hat diese große Koalition nicht gemacht und das werden wir tun. Ja, bei der Grunderwerbsteuer derzeit die Situation, dass die ausschließlich vom Bürger bezahlt wird, vom kleinen Eigentümer, von der Familie mit Kindern, die bauen möchten. Die bezahlen Grunderwerbsteuer. Die Unternehmen in Deutschland bezahlen keine Grunderwerbsteuer. Und das ist eine Lücke, wo wir denken, wenn Sie es ernst meinen mit der Eigentumsförderung und der Wohnungspolitik, dann sollten Sie ganz schnell diese Lücke schließen und nicht nur die Bürger zur Kasse bringen, sondern auch die Unternehmen. Jetzt beim Land in so einer Niedrigzinsphase müsste noch viel mehr gebaut werden. Also in so einer Phase, gerade jetzt privates Kapital zu aktivieren, damit in Deutschland mehr Wohnraum entsteht. Ich glaube, da gibt es eigentlich einen Grundkonsens. Und wenn wir das als Ausgangsbasis nehmen würden, glaube ich jedenfalls, würde man zu ganz vielen intelligenten und sinnvollen Vorschlägen kommen. Die Ausgangsbasis ist, dass wir privates Kapital brauchen, um die ganze Geschichte vernünftig hinzubekommen. Aber das schaffen, glaube ich, dann werden einige logische Konsequenzen durchaus da, die am Ende dazu führen, dass wir auch mehr Wohnraum haben. Jetzt ist unsere Zeit um. 2 Stunden Diskussion, fachpolitisch und mit weitem Blick auf das Wohnen. Positive Resonanz bei den Zuhörern. Mir hat diese Veranstaltung sehr, sehr gut gefallen. Sie war lockerer, sie war lebhafter als die bisherigen. Es war eine insgesamt sehr spannende Veranstaltung, sehr konträr teilweise.
Aber ich denke, was deutlich geworden ist, ist, dass wir ganz viel zu tun haben auf dem Wohnungsmarkt, in wohnungspolitischen Fragen. Wenn man die politischen Debatten, wenn es darum geht, kleine Nuancen zu ändern, verfolgt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass der gesamte Wohnungsmarkt in Deutschland eine einzige Katastrophe ist. Dann zu hören zu Beginn, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und wir haben gute Chancen und Möglichkeiten, das ist ein sehr positives Signal. Und das kann man eigentlich auch mal als Dank an alle Eigentümer werten, die sich auf dem Wohnungsmarkt engagieren. Der politische Nachmittag Wohnen in Deutschland. Ansätze wurden diskutiert, Übereinstimmungen gefunden, Kontroversen getauscht. Die nächste Bundestagswahl kommt. Das Jahr 2017 könnte spannend werden.